Jetzt noch ein kleines Infovideo zu den Ringen. Die Ringe sind natürlich wertig, wenn möglich, aber wenn sie dreckig werden mit der Zeit, was normal ist von der Schnur, vom Blütenstaub, der im Wasser ist, vom Dreck, der im Wasser ist, der sich dann an den Ringen ablagert, gibt so richtig eine Kruste und die kann man wegreinigen. Und das Ding ist einfach, man sollte keinen Nagellack entfernen oder so nehmen, vielleicht Alkohol, so Wodka oder was auch immer, das würde helfen vielleicht zum Lösen, wenn es Fettreste hat. Aber ich nehme einfach so ein Küchenpapier und gehe dann bei den Ringen schön hin und her, drehe sie ein bisschen, putze das Ganze weg und glaube mir, wenn du das wirklich schön machst, dir etwas Zeit nimmst, das Ganze wegputzt, vielleicht mit etwas Wasser und Spülmittel oder sonst eben mit Alkohol, dann sind die Ringe wieder sauber und du wirfst direkt ein paar Meter weiter. Das ist kein Scherz, weil die Verschmutzung an den Ringen macht einiges aus. Ich würde immer drauf schauen, auch sonst die Route reinigen. Wenn es hier der Griff etwas speckig ist, mit etwas Wasser und Spülmittel und einem Lumpen abputzen. Und man kann natürlich auch das Ganze mit einem Schwamm und Seife auch etwas waschen, danach unter die Dusche stellen. Wenn man jetzt eine Maxi und Roller hat, spielt das überhaupt keine Rolle, das vertragen die gut. Und danach rausstellen zum Trocknen. So mache ich es auch am Meer, wenn ich im Salzwasser angle. Und im Süßwasser ist es nicht unbedingt nötig, aber so für die Optik, für die Haptik, auch wenn es jetzt wirklich so speckig ist vom Handschweiß oder Dreck, würde ich immer schauen, dass das Zeug sauber ist. Macht auch natürlich etwas her, sieht auch schön raus. Und eben die Spulenkante würde ich so machen, kann man natürlich auch mit Spülmittel machen. Ich mache es meistens ohne, aber mit Spülmittel geht das ganze Zeug natürlich besser weg. Aber geht natürlich auch ohne. Kann man einfach das Meer reiben und dann bekommt man es weg. Und die Ringe natürlich, überall wo Reibung ist, wenn da Dreck ist, gibt es mehr Reibung und natürlich mehr Widerstand, so kommt man weniger weit. Das noch so als kleiner Tipp am Rande.